war's. Super, dann offizielles wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen von meiner Seite. Ich habe Sie ja schon so ein bisschen bespaßt. Wir werden jetzt auch gleich relativ fix ins Webinar einsteigen. Wir haben eine kleine Begrüßung für Sie vorbereitet, für die wenigen, die uns noch nicht kennen und auch für diejenigen, die uns schon kennen, vielleicht als kleine Auffrischung, was das BIEC Hessen so macht. Vielleicht noch der eine oder andere, der sich fragt, das Webinar wird aufgezeichnet. Die Aufzeichnung bekommen Sie im Nachgang. Und keine Angst, selbst wenn wir aus Versehen Namen nennen, schneiden wir die raus und der Chat wird nicht mitveröffentlicht. Ist also alles safe und sauber. Nur falls Sie jetzt merken, in einer Stunde zuhören, ist mir das eine oder andere vielleicht doch mal durchgeflutscht an Informationen. Keine Sorge, Sie können es sich im Nachgang auch nochmal angucken und Sie bekommen die Präsentationen auch im Nachgang. So, dann werde ich jetzt ein bisschen was über das BIEC erzählen. Sie dürfen Ihr Augenmerk von mir quasi auf die Folien richten. Wer die Folien größer machen möchte, weil es ein bisschen zu klein ist nachher, sieht auf jeder Folie unten rechts so vier Pfeile. Da einmal draufklicken, dann gehen Sie auf Vollbild, dann verschwinde ich, aber Sie hören mich noch. Gut, heute haben wir unser E-Mail-Marketing-Webinar vom BIEC Hessen. BIEC Hessen, naja, wer sind wir denn eigentlich? Das ist, glaube ich, immer eine ganz gute Frage. BIEC Hessen steht für Beratungs- und Informationszentrum elektronischer Geschäftsverkehr. Also so ein Wort, das quasi nicht auf die Webcam passen würde, liegt daran, dass es uns schon seit 20 Jahren, über 20 Jahren gibt, so lange wie Google. Und wir sind eine Serviceeinrichtung von 5 hessischen IHKs mit 3 Kernthemen, Online-Marketing, E-Commerce und Social Media. Und dafür sind wir der Ansprechpartner, der sich auch um Sie kümmert. Wir sind in 5 hessischen Regionen zu Hause. Wir sitzen hier einmal in der IHK Frankfurt im Börsengebäude, sind aber auch im Normalfall gerade weniger in der IHK Wiesbaden, Fulda, Hanau und Offenbach zu finden und bieten da Beratungen und Veranstaltungen normalerweise auch vor Ort an. Gerade jetzt alles digital, aber in der Hoffnung, dass wir uns bald auch mal wieder persönlich sehen. Was tun wir denn eigentlich so für Sie? Wir haben zum einen über 40 kostenlose Leitfäden auf der Website, die sich zu allen möglichen Online-Marketing-Themen befassen. Ob es jetzt Facebook-Ads ist, ob es Google My Business ist oder auch E-Mail-Marketing. Selbst dazu haben wir eine Checkliste, beispielsweise vom Herrn Zorn, der heute den Vortrag hält. Die Kollegin schickt auch in den Chat dann mal den Link, dann können Sie sich das im Nachgang mal angucken. So kann man sich mit jedem Online-Marketing-Thema vertraut machen und das als kleine Einstiegslektüre nutzen. Wir bieten Webinare an, gerade jede Woche. Wir haben keine Präsenzveranstaltungen mehr aktuell, wie Sie ja auch alle wahrscheinlich wenig Kundenkontakt direkt hatten die letzten paar Wochen und Monate, sondern haben alles digital umgestellt. Jede Woche ein Webinar und das nächste Webinar ist direkt schon in einer Woche mit die perfekte Website. Eine Website ist aktuell Ihr Herzstück, umso wichtiger, weil man ja stationär eigentlich so gut wie gar nicht zu finden war die letzten paar Wochen. Und was eine Website eigentlich strategisch inhaltlich können muss, lernen Sie bei diesem kostenfreien Webinar. Die Kollegin schickt auch wieder den Link in den Chat. Sie können sich es gerne angucken, sich direkt anmelden. Und wir bieten Beratungen an. Sollten Sie in einer der 5 genannten hessischen Regionen IHK-Mitglied sein, rufen Sie uns an, melden Sie sich bei uns. Wir beraten zum Thema Website-Check, Social-Media-Check, SEO-Check und sind da Ihr Sparringspartner, Ihre Marketingabteilung, die sich mit Ihnen austauscht und über strategische Dinge unterhält. Und weil das Online-Marketing gerade sich verändert und weil es so viele Themen gibt, haben wir noch einen Blog, wo wir regelmäßig Themen auffrischen, auflockern, Ihnen Informationen geben, gerade auch das Thema Corona, was hat das für Auswirkungen auf unser Online-Marketing, auf unseren Auftritt im Internet. Da können Sie sich ganz interessante Blogbeiträge auch mal angucken und lesen. Wir haben einmal im Monat einen Newsletter, damit Sie auch nichts verpassen. Sie haben jetzt die Möglichkeit, über den QR-Code direkt draufzukommen oder im Nachgang über unsere Website. Da kriegen Sie einmal im Monat unsere aktuellsten Webinartermine, wie quasi heute, damit Sie wissen, was wann stattfindet. Sie kriegen unsere aktuellen Beratungstermine, ist super wichtig, die sind ganz gerne ausgebucht. Und Sie kriegen immer mit, wenn wir neue Leitfäden oder neue Blogartikel haben. Das heißt, das ist so Ihr Online-Marketing-Postbote, der Sie regelmäßig mit neuen Informationen versorgt. Das ist das nächste Webinar. Nächste Woche die perfekte Website. Es sind wieder 2 Vorträge, genau dieselbe Uhrzeit. Nächste Woche, selbe Zeit. Wir versuchen jetzt quasi einen Stammtisch zu machen, um Sie mit den wichtigsten Themen zu versorgen. Und melden Sie sich da gerne an. Es sind noch einige Plätze frei. Und genießen Sie Vorträge zum Thema Content, Strategie. Was muss eine Website eigentlich tatsächlich können? Und wie kann ich die Website jetzt als wichtigstes Online-Marketing-Tool eigentlich auch nutzen?
Damit Sie uns auch mal sehen, mich sehen Sie jetzt hier schon, das ist das ganze Team. Wir sind ein kleines Team von 6 Personen. Wenn Sie bei uns anrufen, ist sehr familiär, irgendjemand von uns haben Sie in der Leitung und scheuen Sie sich nicht. Die Nummer schreibt die Kollegin noch in den Chat. Rufen Sie uns an, wenn es Fragen gibt, Beratungswünsche, Webinarwünsche, Feedback. Also sehr, sehr gerne melden Sie sich, dafür sind wir da und wir freuen uns auch mal, Sie persönlich am Ohr zu haben. Das ist heute die Agenda. Im ersten Teil wird der Herr Zorn Sie quasi ein bisschen unterrichtsmäßig beschallen, wird Ihnen 5 Tipps für erfolgreiches E-Mail-Marketing an die Hand geben, mit denen Sie arbeiten, mit denen Sie einsteigen können. Wenn Sie Fragen haben, benutzen Sie sehr gerne den Chat. Wir werden während des Vortrages die Fragen sammeln und am Schluss versuchen, im zweiten Teil sind nämlich Sie dran, diese Fragen zu beantworten. Das heißt, es gibt den zweiten Teil, wirklich ist ein kompletter Frageteil. Da gehen wir in die Interaktion, chatten Sie mit uns, stellen Sie Ihre Fragen. Wir versuchen, alle Fragen zu beantworten. Es hängt von Ihnen ab, wie lang es heute dauert. Es kommt also darauf an, ob es bis 18 Uhr geht. Nein, Spaß. Aber je mehr Sie Fragen haben, desto mehr versuchen wir zu beantworten. Natürlich werden wir nicht überziehen, aber wir versuchen, heute möglichst glückliche Teilnehmer nach Hause zu schicken. Und das war es dann nämlich auch schon von mir. Jetzt biete ich einmal den Herrn Zorn zu mir auf die Bühne. Genau, ich schalte gerade die Webcam ein. Genau, wunderbar. Dann sehen Sie ihn nämlich auch mal. Der Herr Zorn wird die Webcam anlassen. Sollten wir im Chat merken, dass Ihre Internetverbindung in die Grätsche geht, Deutschland kämpft gerade mit seinen digitalen Ressourcen, habe ich das Gefühl, dann wird der Herr Zorn seine Webcam ausschalten, damit wir ein bisschen Bandbreite sparen. Ich werde mich auch gleich vom Bild nehmen, damit Sie mein Gesicht nicht die ganze Zeit sehen müssen. Und jetzt einmal den Herrn Zorn. Ich persönlich freue mich sehr, dass wir ihn mal wieder begrüßen dürfen. Herr Zorn hat mich in meiner Bachelorarbeitsphase vor ein paar Jahren sogar schon begleitet. E-Mail-Marketing oft unterschätzt, leider Gottes, manchmal so ein bisschen Stiefkind, aber Sie sind alle da. Sie haben alle verstanden, dass es ein sehr wichtiges Tool und ein sehr wichtiger Kanal ist, gerade in der aktuellen Phase. Und ich mache jetzt straight einen Übergang. Herr Zorn, Sie dürfen sich gerne vorstellen und ich überlasse Ihnen die Bühne und wünsche allen viel Vergnügen. Und wenn es Fragen gibt, sehr gerne den Chat benutzen. Bis nachher. Frau Heinz, vielen Dank für die Anmoderation, für die netten Worte. Freut mich sehr, dass ich hier dabei sein darf bei diesem virtuellen Stammtisch. Ich bin nicht Dieter Thomas Heck, habe ich vorhin gelesen. Da musste ich dann doch schmunzeln. Aber Sie sehen auch, es war irgendwie noch ein älteres Foto. Ich dachte, Dieter Thomas Heck wäre schon in Rente. Nein, nicht Dieter Thomas Heck. Nico Zorn ist mein Name. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf und Ihnen 5 Tipps zum Thema E-Mail-Marketing mit auf den Weg geben darf. Bevor wir starten, ein, zwei Sätze zu meiner Person, zu meinem Hintergrund. Ich bin Mitgründer der CRM- und E-Mail-Marketing-Agentur Saphiron. Wir beschäftigen uns seit mittlerweile 10 Jahren mit dem Themenfeld CRM und E-Mail-Marketing, unterstützen unsere Kunden dabei, das E-Mail-Marketing strategisch und operativ am Ende mit aufzubauen. Wir arbeiten für Kunden, wer hätte das gedacht, die übliche Logo-Wüste. Ich springe da einfach mal ein bisschen schneller drüber, damit wir schneller heute beim eigentlichen Thema sind. Ganz kurz noch ein paar Sätze zu meiner Person. Ich beschäftige mich, wie gesagt, jetzt seit Ende der 90er Jahre mit den Themenfeldern CRM und E-Mail-Marketing, veröffentliche einen Blog und einen Newsletter. Sie finden hier die Links dazu auf der Folie. Darf zu normalen Zeiten auch immer mal wieder Vorträge halten auf den verschiedenen Branchen-Events und Veranstaltungen. Und damit möchte ich aber auch schon direkt reingehen ins Thema. Bevor wir mit den 5 Tipps starten, habe ich mich mal mit ein paar Folien der Frage gewidmet, warum überhaupt E-Mail-Marketing? Warum ist das gerade jetzt so ein ganz wichtiger Kanal? Eigentlich ist ja die E-Mail tot. Vielleicht haben Sie auch die Diskussion verfolgt, die E-Mail stirbt eigentlich so mindestens einmal im Jahr und das schon seit 10 Jahren immer mal wieder. Regelmäßig wird die E-Mail für tot erklärt. Google Plus sollte mal die E-Mail killen. StudiVZ sollte mal die E-Mail killen. An die Schlagzeile in der Fachpresse kann ich mich auch noch erinnern. Tatsächlich passiert eigentlich das Gegenteil. Die Menschen nutzen mehr E-Mails, verschicken mehr E-Mails, empfangen mehr E-Mails. Die E-Mail-Nutzung steigt. Spam ist hier schon rausgerechnet bei der Kurve. Wir verschicken immer mehr E-Mails, wir erhalten immer mehr E-Mails und das ist gleichzeitig natürlich auch die große Herausforderung mit Blick auf das E-Mail-Marketing.
Denn leider Gottes, der Tag wird ja nicht länger. Das heißt, irgendwann ist der Tag rum, wir wollen mal schlafen gehen und haben einfach letztendlich jeden Tag immer mehr E-Mails in unserem Posteingang. Das heißt, wir müssen heute das E-Mail-Marketing professionalisieren. In den 90er Jahren, da konnte man auch ganz gut einfach ein E-Mail an alle Kunden einfach mal so irgendwie rauspusten. Und es hat irgendwie funktioniert. Die Menschen waren froh, dass sie überhaupt E-Mails bekommen haben. Heute hat sich das ein bisschen geändert. Heute, ja, ist die Mailbox einfach extrem voll. Und es muss uns gelingen, in einer sehr kurzen Aufmerksamkeitsspanne dennoch die Wahrnehmung, die Aufmerksamkeit von unseren Empfängern zu bekommen. Das heißt, sehr viel Fokus darauf legen, wann verschicken wir die E-Mail, was schreiben wir in den Betreff rein, was schreiben wir in die E-Mail rein, wem schicken wir überhaupt welche Inhalte, welche Botschaften. Das sind die Themen. Es lohnt sich einfach ein bisschen intensiver damit zu beschäftigen, was wir auch heute in der nächsten knapp dreiviertel Stunde tun werden. So, da einmal noch mal eine Folie zurück. Das hat ein bisschen gedauert mit der Ladezeit. Also, auch das finde ich eine ganz spannende Erkenntnis, dass jetzt während dieser Corona-Krise die E-Mail-Nutzung tatsächlich ansteigt. Wahrscheinlich wenig überraschend. Die Menschen sind einfach noch mehr vorm Rechner, noch mehr zu Hause kommunizieren, im Zweifel noch mehr per E-Mail, anstatt sich vielleicht persönlich zu treffen. Wir sehen auch mit Blick auf unsere Kunden bei unserer E-Mail-Marketing-Agentur, sehen wir, und auch das finde ich ist eine ganz spannende Erkenntnis, dass zumindest in einigen Branchen die Kennzahlen im E-Mail-Marketing doch recht drastisch angestiegen sind. Ja, und das trifft nicht auf alle Branchen leider Gottes zu. Einige Branchen sind natürlich sehr stark betroffen von der aktuellen Situation, aber wir sehen gerade im Handel bei E-Commerce-basierten Geschäftsmodell sehr signifikant steigende Öffnungs- und Klickraten. Das ist vielleicht ein weiterer Grund, letztendlich sich mit E-Mail-Marketing zu beschäftigen. Ja, und noch einen weiteren Grund möchte ich Ihnen nennen. Warum macht es Sinn, den Fokus auf E-Mail-Marketing zu legen? Weil E-Mail-Marketing mit den höchsten Return on Invest erzielt. Das heißt, wenn die Frage letztendlich ist, welcher Marketingkanal bringt mir tatsächlich Umsatz, dann ist eben E-Mail-Marketing ein ganz entscheidender und ganz wichtiger Kanal. Sie sehen hier an den Zahlen, dass E-Mail-Marketing gemessen am ROI hier ganz oben einsortiert wurde. SEO, Suchmaschinenoptimierung auf Platz 2. Wenn auch nur knapp. In anderen Befragungen landet SEO auf Platz 1, wenn man also Marketingentscheider fragt, welcher Kanal bringt Ihnen letztendlich den höchsten Return on Invest, dann landet in anderen Befragungen SEO, wie gesagt, auf Platz 1 und E-Mail auf Platz 2. Die kämpfen da immer so ein bisschen um den ersten Platz, aber was man hier eben ganz schön sieht, dass E-Mail-Marketing eben nach wie vor einfach ein ganz zentraler Kanal ist. Nicht so sehr, wenn es irgendwie darum geht, so weiche Kennzahlen zu generieren, Klicks und Likes, Follower und so weiter. Ja, da schaue ich dann natürlich eher logischerweise in Richtung Social Media. Aber wenn es um den harten Abverkauf geht, wenn Sie wirklich Kunden gewinnen wollen oder Kunden an Ihr Unternehmen, an Ihr Produkt, an Ihre Dienstleistung binden wollen, dann ist E-Mail eben E-Mail-Marketing ein ganz entscheidender, ganz wichtiger Kanal. E-Mail hat also 3 wesentliche Vorteile. Wir haben nach wie vor eine sehr hohe Nutzungsintensität. Das heißt, der Kanal wird schlichtweg genutzt, auch mit Blick auf Ihr Smartphone. Da gehört die mobile App zu den meistgenutzten Apps auf Smartphones. Auch dazu gibt es entsprechende Studien. Also der Kanal wird genutzt, der Kanal funktioniert. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass Ihnen die Reichweite gehört. Ja, bei Facebook, bei Instagram und Co. haben Sie immer so ein bisschen dieses, dann doch recht große Risiko, dass Facebook letztendlich über Nacht entscheiden kann, okay, ich nehme jetzt den Unternehmen einfach wieder die Reichweite weg. Genau das ist ja in den vergangenen Jahren immer mal wieder passiert, in mehr oder weniger drastischen Ausmaßen. Das heißt, dass Unternehmen sehr viel Geld investiert haben, um Reichweite auf Facebook beispielsweise aufzubauen und irgendwann Facebook dann gesagt hat, okay, vielen Dank, liebe Unternehmen, dass ihr Nutzer auf unsere Plattform gelenkt habt und jetzt nehmen wir euch die Reichweite. Und wenn ihr weiterhin mit euren Kunden kommunizieren möchtet, dann müsst ihr jetzt jedes Mal Geld in die Hand nehmen, sogenannter Promoted Page Post. Das Problem haben Sie im E-Mail-Marketing nicht, da gehören Ihnen die Daten. Sie entscheiden, wann und wie oft Sie mit Ihren Kunden und Interessenten kommunizieren, welche Inhalte Sie kommunizieren. Sie machen sich dann nicht abhängig von fremden Plattformen. E-Mail-Marketing in 5 Schritten, bevor wir uns den 5 Tipps zuwenden, mal ein bisschen sozusagen noch ein paar Sätze mit der theoretischen Brille aufgesetzt. Was ist eigentlich ganz, ganz wichtig, um E-Mail-Marketing erfolgreich betreiben zu können? Der erste Schritt ist die strategische Planung.
Was wir ganz oft sehen, das Unternehmen einfach mal irgendwie drauf losmailen, sage ich jetzt mal so. Ja. Und das ist etwas, das ist ein Vorgehen, das sich im E-Mail-Marketing dann recht schnell rächen kann. Warum? Weil man dann vielleicht nach einigen Jahren merkt, ups, man hat auf die falschen Tools gesetzt, ja. Man möchte jetzt Dinge umsetzen, die mit der ausgewählten Software überhaupt nicht umsetzbar sind. Deswegen ist es eben so wichtig, unter anderem deshalb im allerersten Schritt wirklich mal sich hinzusetzen und das Thema ein bisschen strategisch zu durchdenken. Damit meine ich nicht das riesengroße, der riesengroße Strategieordner mit 400 Seiten, sondern damit meine ich, dass Sie einfach mal für sich runterschreiben, was möchte ich überhaupt mit dem Kanal erreichen? Geht es mir primär darum, meine Kunden zu binden? Geht es mir darum, Bekanntheitsgrad aufzubauen? Geht es mir darum, inaktive Kunden auch immer mal wieder zu reaktivieren? Also welche Ziele verfolgen Sie letztendlich mit dem Kanal? Wenn Sie das für sich definiert haben, dann können Sie darauf aufbauend auch entscheiden, welches Tool macht für Sie Sinn. Ja, da können wir auch im Rahmen der Q&A-Session dann auch weiter darauf eingehen. Es mangelt nicht an Auswahl, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Also es gibt Dutzende von E-Mail-Marketing-Tools, da verliert man auch schon mal sehr schnell den Überblick. Es gibt kein richtig oder falsches Tool, sondern die Frage ist letztendlich, was möchten Sie erreichen? Wie möchten Sie das Tool nutzen? Es gibt Tools, die auf verschiedene Branchen spezialisiert sind. Es gibt Tools, die besonders stark sind, wenn Sie einen Online-Shop beispielsweise betreiben. Da einfach die Empfehlung, nehmen Sie sich bitte ein bisschen Zeit, ein für Sie passendes System auszuwählen. Wenn Sie da Unterstützung brauchen, einfach gerne rufen, dann helfen wir da auch gerne. Denn wenn Sie hier am Anfang die falschen Weichen stellen, dann ist das etwas, was eben möglicherweise Sie dann irgendwo in ja, 2, 3 Jahren oder auch früher wieder einholt. Ja, da muss man ein neues Tool auswählen, die ganzen Daten migrieren. Das ist immer ein ziemlich nerviges Projekt. Deswegen ein bisschen Zeit nehmen für die Toolauswahl. Im nächsten Schritt geht es darum, natürlich E-Mail-Adressen zu generieren. Werden wir gleich nochmal uns ein paar Best Practices anschauen, wie das idealerweise funktioniert. Die Mailings zu produzieren, also die eigentlichen E-Mail-Werbemittel. Auch da habe ich viele Best Practices mitgebracht. Und Schritt 5, verschicken. Viele lehnen sich dann in dem Moment zurück und sagen, so, jetzt ist der Job erledigt. Das sollten Sie nicht tun, sondern Sie sollten dann tatsächlich sich hinsetzen und überlegen, was kann ich jetzt eigentlich aus den Kennzahlen lernen? Das, was wir ganz oft im E-Mail-Marketing sehen, ist, dass viele Unternehmen sehr viele Kennzahlen erheben, irgendwelche Excel-Tabellen vollgeschrieben werden, am Ende aber letztendlich nichts mit diesen Kennzahlen machen. Ja, das gilt natürlich auch für andere Online-Marketing-Disziplinen wie Google Analytics oder andere Kanäle, Social Media und Co. An der Stelle einfach der Hinweis, alle Daten, die Sie im digitalen Marketing erheben, aber am Ende nicht nutzen, sind komplett wertlos. Daten, die nicht dazu führen, dass Sie etwas verändern im Marketing, die können Sie genauso gut löschen. Die Excel-Tabelle müssen Sie erst gar nicht anlegen, weil es ja ohnehin nicht zu irgendeiner Veränderung kommt. Also ganz klar die Empfehlung, an der Stelle sich hier wirklich mal hinsetzen und überlegen, was kann ich jetzt aus meinen bisherigen Kampagnen lernen? Worauf reagieren meine Kunden? Auf welche Arten von Betreffzeilen reagieren meine Kunden besonders gut? Auf welche Art der Ansprache reagieren meine Kunden? Und diese Erkenntnisse dann mit in die Folgekampagnen mit einfließen zu lassen, das ist letztendlich entscheidend. Das war ein bisschen jetzt der theoretische Teil und jetzt geht's ein bisschen rein ins Eingemachte, also ganz konkrete Best Practices, ganz konkrete Tipps, mit denen Sie letztendlich Ihr E-Mail-Marketing voranbringen können. Der erste Tipp ist, mehr Liebe für die Anmeldeseite. Ja, ein bisschen pathetisch sozusagen formuliert. Die Newsletter-Anmeldeseite, das ist oft abhängig natürlich vom Geschäftsmodell, aber in vielen Fällen der wichtigste Baustein, wenn es darum geht, qualifizierte E-Mail-Adressen zu generieren. Und die meisten Newsletter-Anmeldeseiten, sagen wir mal so, haben noch Luft nach oben. Ich möchte es mal halbwegs diplomatisch formulieren. Ja, das heißt, wie bauen wir Newsletter-Anmeldeseiten optimal auf? Sie sollten im ersten Schritt mal überlegen, wie sichtbar ist eigentlich meine Anmeldeseite? Wenn ich heute Ihre Startseite besuche, wie viele Klicks sind notwendig, um zur Anmeldeseite zu gelangen? Wie prominent ist die Anmeldeseite verlinkt? Sie sollten Vorteile kommunizieren, dem Besucher deutlich machen, warum macht es Sinn, Ihren Newsletter anzufordern? Ja? Niemand steht irgendwo im Jahr 2020 auf und sagt, heute fordere ich Newsletter an. Das macht kein Mensch. Das heißt, wichtig ist hier wirklich
in Form von Aufzählungspunkten beispielsweise deutlich zu machen. 3 wesentliche Vorteile. What's in it for me? Ne, diese Frage sollte beantwortet werden. Warum sollte ich Ihren Newsletter anfordern? Obwohl, und das ist ja die Herausforderung, ich ohnehin schon viel zu viele E-Mails bekomme. Ja, und irgendwann auch mal schlafen möchte und einfach irgendwann der Tag auch mal rum ist, geben Sie mir ganz, ganz gute, überzeugende Gründe, warum ich Ihren Newsletter anfordern sollte. Dazu gehört auch, die Frage mal sozusagen invers zu betrachten. Ja? Das eine ist, dass Sie herausarbeiten sollten, warum Ihr Newsletter letztendlich relevant ist, warum ich Ihren Newsletter anfordern sollte. Das andere ist, sich auch mal zu überlegen, warum machen das denn viele Interessenten nicht? Ja, was spricht eigentlich gegen eine Newsletter-Anmeldung? Dagegen spricht, dass ich ohnehin schon so viele E-Mails bekomme. Den Einwand können Sie entkräften, indem Sie darauf hinweisen, maximal eine E-Mail pro Monat erhalten Sie von uns oder pro Woche, wie auch immer Ihre Frequenz aussieht. Typischer Einwand ist auch, oh, hinterher geben die meine Daten weiter, ja, das ist mir irgendwo nicht sicher. Wie können Sie den Einwand behandeln, indem Sie deutlich auf den Datenschutz hinweisen, deutlich machen, dass hier Sie natürlich sorgsam mit den Daten umgehen? Ein weiterer wichtiger Punkt ist, so wenig Formularfelder wie möglich. Was wir immer wieder sehen in der Praxis, auch im Rahmen unserer Kundenprojekte, dass jedes zusätzliche Formularfeld auf der Newsletter-Anmeldeseite am Ende dazu führt, dass weniger Menschen das Formular abschicken. Das wiederum führt zu weniger E-Mail-Adressen. Das wiederum führt zu weniger Umsatz. Das heißt, jedes zusätzliche Formularfeld auf Ihrer Seite kostet Geld, wenn man es mal so ganz, ganz deutlich machen möchte. Hier habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht von dem Anbieter von einem Anbieter von Ferienparks. Ich habe es versucht zu anonymisieren, weil ich hier niemanden bloßstellen wollte. Wenn man da jetzt so ein bisschen draufschaut und überlegt, so ist das eine optimal aufgebaute Newsletter-Anmeldeseite? So ein bisschen auf sich wirken lassen. Was ich gut finde, es ist nur ein Formularfeld. Das ist schon mal ganz großartig. Ja. Ich finde auch ganz super, dass das Pflichtfeld gekennzeichnet ist. Schauen Sie sich das an, wenn Sie davor sitzen und sagen, was ist denn hier Pflichtfeld? Was ist ein optionales Feld? Unter Usability-Gesichtspunkten ganz großartig. Nein, aber das ist natürlich kein Best Practice, sondern absolutes Worst Practice. Ja, hier werden sehr viel Potenziale verschenkt, weil mir kein Grund genannt wird, warum ich den Newsletter anfordern sollte. Weil auch, und das ist ein juristischer Aspekt, der Hinweis darauf fehlt, dass ich mich wieder abmelden kann, der Hinweis auf das Widerrufsrecht, das ist zwingend notwendig. Ja, also kein Best Practice. So, auf der anderen Seite, und hier finde ich, wirkt jetzt ganz gut, das Kontrastprinzip, wenn man das mal so gegenüberstellt, wenn Sie sich die Anmeldeseite von Foodist anschauen, das ist ein Anbieter, der so Delikatessen, Boxen mit Delikatessen verschickt, übrigens eine ganz klare Empfehlung an der Stelle, wenn Sie vielleicht noch ein Geschenk oder so suchen, aber das nur am Rande. Mir geht es hier eigentlich ja um die Newsletter-Anmeldeseite, die tatsächlich sehr gut aufgebaut ist. Das heißt, wir haben hier eine starke Vorteilskommunikation. Es gibt ein Incentive, dieses 10 Euro, diesen Gutschein, den ich hier bekomme, reduziertes Formularfeld und den Hinweis auf das Widerrufsrecht. Auch hier kann man noch optimieren. Ja, es gibt immer Luft nach oben. Das ist etwas, was wir auch immer im Rahmen unserer Kundenprojekte sehen. Auch schon sehr gut umgesetzte Anmeldeseiten. Auch da kann man noch mal optimieren. Ich würde hier jetzt beispielsweise den Begriff abonnieren streichen und durch gratis anfordern oder eine ähnliche Formulierung ersetzen, weil abonnieren, das sehen wir, wenn wir entsprechend Tests, also AB-Tests durchführen, Varianten miteinander vergleichen. Der Begriff abonnieren führt oft zu einer niedrigeren Anmelderate, also Conversion Rate, bezogen jetzt auf die Newsletter-Anmeldung, einfach weil der Begriff offenbar negativ besetzt ist. Ja, da schwingt immer so ein bisschen mit, oh, das kostet irgendwie Geld. Das schicke ich hier lieber nicht ab. Also, auch hier noch ein bisschen Luft nach oben, aber grundsätzlich schon ziemlich gut umgesetzt. Ja, schönes Best-Practice-Beispiel. Genau, wenn man das Ganze sich mal als Wireframe anschaut, also so ein Drahtgitter, ne, wie kann man so eine Newsletter-Anmeldeseite konzeptionieren, dann ist eben ganz wichtig, dass wir letztendlich hier im Kern die folgenden Elemente haben. Die können wir anders anordnen, das kann man auch anders aufbauen, anders gestalten. Aber wichtig ist am Ende, dass Sie im Idealfall bereits in der Überschrift deutlich machen, warum sollte ich den Newsletter anfordern, dann eben diese eindeutige Vorteilskommunikation, 2, 3 Punkte, was habe ich davon? Ja.
Sie sollten mit einem reduzierten Formularfeld arbeiten, mit einer eindeutigen Call to Action, also dieser Button gratis anfordern, ja. Ich gehe hier mal so ein bisschen rein, genau, also ein großer, ein sichtbarer, gut sichtbarer Button mit einer eindeutigen Buttonbeschriftung und im Idealfall auch das Key Visual letztendlich so einsetzen, dass es das Conversion-Ziel stärkt. Das heißt, wir sehen oft, leider Gottes, nach wie vor auf Newsletter-Anmeldeseiten so spannende Dinge wie eine schräg abfotografierte Tastatur, wow, oder die Headset-Dame oder der Headset-Herr, ne, die da nicht so richtig viel Sinn macht, die einfach nur ja, ein schmückendes Element ist, aber nicht auf die Newsletter-Anmeldung einzahlt. Das heißt, nutzen Sie hier ein Motiv, zum Beispiel eine Abbildung Ihres Gutscheins, zum Beispiel ein Screenshot des Newsletters, nutzen Sie hier eine Grafik, die letztendlich auf das Conversion-Ziel einzahlt. Tipp Nummer 2, überzeugende Betreffzeilen formulieren. Der Betreff ist neben dem Absendernamen am Ende das sozusagen der Türöffner. Ja, anhand der Betreffzeile in Kombination mit dem Absender entscheide ich, widme ich diese E-Mail meiner Aufmerksamkeit, schaue ich mir die E-Mail an oder lösche ich das. Die kennen diese Handbewegung, ne? Die beherrschen wir im Schlaf auf dem Smartphone immer wegswipen, ja, weg damit. Wie können wir das verhindern? Also Betreffzeilen so formulieren, dass sie einen Anti-Swipe-Effekt haben. Klingt das nicht toll? Also auch da ein paar konkrete Empfehlungen. Achten Sie darauf, dass das Thema wirklich für den Empfänger relevant ist. Bauen Sie auch im Betreff nochmal eine Vorteilskommunikation auf. Vielleicht schaffen Sie es, den Empfänger sogar neugierig zu machen. Wenn Sie mehrere Themen in einer E-Mail haben, packen Sie das Highlight in die Betreffzeile und achten Sie gleichzeitig darauf, dass der Betreff nicht zu lang wird, nicht zu viele Zeichen hat. Zumindest sollten Sie darauf achten, dass die wichtigen Wörter am Anfang der Betreffzeile stehen, die Triggerwörter. Ja, das sind so Wörter wie zum Beispiel Gutschein, Gratis, Rabatt. Im B2C-Bereich sind das oft so Schlüsselbegriffe. Im B2B-Bereich kann das sowas sein wie gratis White Paper oder andere Begriffe, von denen Sie wissen, okay, das sind Wörter, die sind für meine Zielgruppe eben relevant. Die am besten möglichst an den Satzanfang stellen. Ein bisschen esoterisch formuliert, wenn Sie mir eine E-Mail schicken, dann sollte ich anhand der Betreffzeile sehr schnell erkennen und erfassen, ja, wie diese E-Mail mein Leben verändern, bereichern wird. Ja, wie gesagt, das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber am Ende geht es darum. Ja, warum sollte ich diese E-Mail öffnen? Warum sollte ich hier Zeit investieren? Bekomme ich da was günstiger? Bekomme ich irgendwas schneller? Bekomme ich irgendwas vor allen anderen? Bekomme ich Tipps, wie ich den Umsatz meines Unternehmens erhöhen kann? Nennen Sie mir am besten sehr, sehr guten Grund, warum ich diese E-Mail anklicken und öffnen sollte. Ganz konkrete Ideen. Greifen Sie Themen auf, die für Ihre Zielgruppe relevant und interessant sind. Das Beispiel mit der EM passt jetzt natürlich nicht ganz so gut, aber es gibt andere Themen, die jetzt gerade für die Menschen da draußen relevant sind. Wir können mit künstlicher Verknappung arbeiten, um Handlungsdruck aufzubauen, also irgendein Gutschein, der nur heute gilt beispielsweise. Wir können mit Personalisierung arbeiten. Ja, es gibt wenig Buchstabenkombinationen, mit denen ich am Ende so vertraut bin wie mit meinem eigenen Namen. Das heißt, diesen Effekt können wir nutzen, den Namen des Empfängers in den Betreff packen, damit dort die Aufmerksamkeit hingeht. Wir können mit der Aufforderung zum Öffnen arbeiten, ob Sie es glauben oder nicht. Und ja, es ist total banal, aber es ist tatsächlich so. Wir sehen es immer wieder in AB-Tests, nicht in jedem AB-Test, aber in den meisten Tests, die wir durchführen, bestätigt sich das tatsächlich. Wenn wir in eine E-Mail in den Betreff reinschreiben, dass die E-Mail geöffnet werden soll, werden in vielen Fällen mehr Menschen die E-Mail öffnen. Ziemlich schräg. Es wird noch schräger, wenn Sie vor einen Button schreiben, dass der Button angeklickt werden soll, dann sehen wir in vielen Fällen, dass mehr Menschen den Button anklicken. Manchmal kann es so einfach sein. Mehr Ideen dazu habe ich in meinem Blog, emailmarketingblog.de oder hier unter der Kurz-URL mal zusammengestellt. So, ich warte ein bisschen auf die nächste Folie. Eigentlich müsste sie... Ich weiß nicht, ob sie... Da ist sie, genau, war eine etwas größere Grafik, aber hier ist sie. Mal ein kurzer Blick in den Posteingang und ich glaube, das, was da als erstes auffällt, ist natürlich der Burger King-Wahnsinn von MyDeals. Sie sehen, dass diese Sonderzeichen, die Emojis, die Aufmerksamkeit anziehen. Sie sehen, dass auch sehr viel Potenzial noch verschenkt wird, ja, weil einfach nur Newsletter im Betreff steht oder ähnliche Formulierung. Also arbeiten Sie hier mit Betreffzeilen, die mich direkt zum Öffnen am Ende bewegen. Jetzt öffnen günstige Last-Minute-Angebote. Was haben wir hier noch? Das unten finde ich auch ganz gut, hier Airbnb.
Nico, wie wäre es mit einem Wochenendausflug weit weg von Bonn? Ich wohne in Bonn, an der Stelle zweimal personalisiert, um auf dem Weg die Relevanz zu erhöhen. Tipp Nummer 3, above the fold Optimierung. Ganz konkrete Empfehlung mit Blick auf die Gestaltung von E-Mails, was da eben ein ganz wichtiger Punkt ist, die wichtigsten Informationen möglichst weit in dem oberen Bereich der E-Mail zu integrieren. Also das Wichtigste nach oben beim Betreff gilt, das Wichtigste an den Anfang. Und mit Blick auf das E-Mail-Design gilt, das Wichtigste möglichst weit oben platzieren. Das ist der Bereich, den ich direkt sehe, ohne dass ich scrollen muss, der sogenannte Bereich above the fold. Sie sehen an der Stelle, dass hier zum Beispiel Spiegel Online so ein bisschen Potenzial verschenkt, weil hier kein einziger Link im direkt sichtbaren Bereich integriert ist. Ja, das heißt, selbst wenn ich sage, mich interessiert das hier, ich will zu Spiegel Online, dann kann ich hier nicht wirklich klicken, sondern müsste erst weiter rund nach unten scrollen, um letztendlich die Links zu finden. Also achten Sie darauf, dass ich habe es jetzt hier nochmal auf einer Folie, oder genau, ein bisschen Hintergrund nochmal, 70-80% der Klicks, das sehen wir, wenn wir E-Mail-Marketing, also eben E-Mail-Marketing-Reportings durchführen, dann sehen wir, dass 70-80% der Klicks üblicherweise auf die Fläche im direkt sichtbaren Bildschirmbereich entfallen. Das ist der Bereich, der am Ende verkauft, ja, mit dem Sie verkaufen können. Die Kernbotschaft sollte im oberen Bildschirmbereich platziert sein, aber eben auch der Button, mit dem ich dann zu Ihrem Shop oder zu Ihrer Dienstleistung gelange. Nutzer sind oft faul und scrollen nicht gerne. Das ist einfach das Phänomen. Sie kennen das selber mit Blick vielleicht auf Ihre E-Mail-Nutzung. Sie haben ganz viele E-Mails, klicken die Interessanten mal an, schauen so ein bisschen sich im Vorschaufenster den Inhalt an und löschen die dann oder fangen in seltenen Fällen dann an zu scrollen, wenn Sie wirklich sagen, okay, das ist spannend, das ist relevant. Deswegen das Wichtigste nach oben packen. Schönes, also gut umgesetztes Beispiel von TUI. Hier sehen wir im direkt sichtbaren Bildschirmbereich die zentrale Botschaft, Kinderreisen ab 199 Euro, also hoffentlich bald dann wieder. Wir sehen eine Navigationsleiste. Das heißt, selbst wenn mich das Angebot hier nicht anspricht, weil ich sage, ich bin froh, irgendwie die Kinder sind jetzt irgendwie alt genug, ich kann mal wieder alleine mit meiner Frau reisen oder ich habe gar keine Kinder, wie auch immer, dann kann ich hier oben noch, bekomme ich weitere Optionen angezeigt, ja, wie so eine Navigationsleiste auf Ihrer Website und kann dort dann direkt mich zum Angebot durchklicken. Und wir sehen eben die große Handlungsaufforderung, günstig in den Familienurlaub. Ich weiß also direkt, um was es geht, noch bevor ich wirklich anfangen muss, dann zu scrollen. Tipp Nummer 4, starker Call to Action. Was ist damit gemeint? Call to Action ist letztendlich die Handlungsaufforderung, also eigentlich das wichtigste Element in Ihrer E-Mail. Ja, Sie wollen ja, Sie haben im Idealfall zumindest einen Button, einen Link in Ihrer E-Mail und Sie wollen ja, dass möglichst viele Menschen den Link anklicken, um dann zu Ihrer Website zu gelangen, dort eine Anfrage zu stellen oder beispielsweise ein Produkt zu kaufen. Ganz wichtig ist also, und das gehört natürlich noch mit in die Konzeptionsphase, sich im Vorfeld genau zu überlegen, was wollen wir hier überhaupt mit dieser E-Mail erreichen. Das Problem sehen wir gerade oft bei Newslettern, da sind da so unglaublich viele Themen, die nach Aufmerksamkeit schreien und wichtig ist es da letztendlich zu priorisieren und zu überlegen, okay, was ist das allerwichtigste Ziel, was ist die Kernbotschaft? Ja. Vielleicht möchten Sie, ja, wie gerade schon gesagt, dass ein Produkt gekauft wird, ein White Paper heruntergeladen wird oder schlichtweg Informationsmaterial angefordert wird. Auch da macht natürlich am Ende, ja, machen die richtigen Wörter den Unterschied. Ne? So eine Formulierung wie, auch in diesem Jahr veranstalten wir wieder eine Roadshow, weitere Informationen. Das ist jetzt nicht was, was mich wirklich vom Hocker reißt, sondern da würde ich dann als Empfänger denken so, okay, ja, die veranstalten wieder eine Roadshow, also werden die das im nächsten Jahr dann wahrscheinlich auch wieder machen. Ja, also, und außerdem, warum sollte ich da überhaupt hingehen? Was hat das mit mir zu tun? Eine stärkere Handlungsaufforderung wäre so eine Formulierung hier im unteren Bereich. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Marketingausgaben dauerhaft senken, melden Sie sich jetzt kostenlos für die Roadshow an. Das ist eine klare Vorteilskommunikation, das ist eine klare Handlungsaufforderung, ja, also ein klarer Call to Action. Wenn Sie mit Handlungsaufforderungen, also Links am Ende auch im Fließtext arbeiten, kennzeichnen Sie die Links auch als solche. Das klingt ein bisschen banal, aber wir sehen das oft, dass bei Links dann der Unterstrich fehlt oder Links irgendwie hellgrau gesetzt werden, weil es ja irgendwie nett aussieht.
An der Stelle lieber Design-Experimente vermeiden. Wichtig ist, dass der Empfänger sofort, mit, wenn auch nur kurz auf Ihre E-Mail draufschaut, direkt sieht, okay, das ist ein Element, das kann ich anklicken. Ja, und ich habe eben gelernt, seit der Zeit, als ich mich noch mit einem Modem ins Internet eingewählt habe, wir haben zu Beginn kurz in einer Vorstellungsrunde darüber gesprochen, seitdem habe ich eigentlich gelernt, jedes Wort im Internet, das einen Unterstrich hat und im Idealfall auch noch blau ist, das kann ich anklicken, da geht es weiter. Und das ist ein gelerntes Nutzerverhalten, das sollten wir auch im E-Mail-Design aufgreifen. Die Kür der Optimierung ist so ein bisschen die Frage, wie kann ich die momentane Situation des Empfängers berücksichtigen? Was ist damit gemeint? Die Frage ist ja so ein bisschen, was ist denn genau mein Call to Action? Ist es eigentlich so eine Formulierung wie jetzt kaufen oder so etwas wie mehr erfahren? Der E-Mail-Marketing-Manager von Uber, der rät uns, dass wir Low-Commitment-Call-to-Actions nutzen sollten. Und er sagt eben, die E-Mails, das sind am Ende nur die Einladung und die Party findet auf der Landingpage statt. Und das finde ich ist eigentlich eine ganz schöne, passende Analogie. Mit Party meint er natürlich die Conversion, also eine Bestellung, ein Kauf, der Kauf eines Produktes. Anders formuliert und an der Stelle werden oft Fehler gemacht im E-Mail-Marketing. Das Ziel einer E-Mail ist es eigentlich nie, ein Produkt zu verkaufen, sondern das Ziel einer E-Mail ist es eigentlich immer, den Nutzer zum Klicken zu animieren. Und das Ziel der Landingpage ist es, das Produkt zu verkaufen. Ja, das mag sich ein bisschen spitzfindig anhören, aber es macht letztendlich natürlich einen Unterschied, ob ich in einer E-Mail mit einer Buttonbeschriftung arbeite wie jetzt bestellen, oder Low-Commitment-Call-to-Actions nutze, so wie der E-Mail-Marketing-Manager von Uber das empfiehlt. Also so etwas wie zum Produkt, jetzt stöbern, zu den Schnäppchen, zu den Themenwelten, ansehen. Das ist alles unverbindlich. Bei dem linken Button habe ich letztendlich so ein bisschen, da meldet sich mein Unterbewusstsein und da habe ich das Problem, dass mein Unterbewusstsein sagt, klick da lieber nicht drauf, da wird direkt irgendwas abgebucht von deinem Konto. Das ist natürlich kompletter Unsinn, aber das, da reden wir über die Macht des Unterbewusstseins. Jetzt bestellen ist einfach zu viel zu verbindlich. In den allermeisten Fällen werde ich einfach noch nicht so weit sein, wenn ich Ihre E-Mail bekomme. Ich will mich erstmal informieren. Ich will mir vielleicht ein Video anschauen auf Ihrer Website zu dem Produkt. Ich will vielleicht, bevor ich mich zu einer Veranstaltung anmelde, etwas über die Agenda erfahren oder wo die Veranstaltung überhaupt stattfindet und so weiter. Also deswegen in den allermeisten Fällen, es gibt immer auch Ausnahmen von allen Best Practices, das muss man auch fairerweise dazu sagen, aber in den allermeisten Fällen empfehlen wir eben Low-Commitment Call-to-Actions zu nutzen. Tipp Nummer 5, der letzte Tipp für heute, ist ein ganz zentraler. Ich habe gerade nämlich eben schon das Thema Landingpages angesprochen. Das wird beim Thema E-Mail-Marketing oft vergessen, dass wir am Ende, wir können herausragende E-Mail-Marketing-Kampagnen konzeptionieren, die viel geöffnet werden, die stark geklickt werden, alles prima. Wenn am Ende der Kunde klickt, aber nicht kauft, ist nichts gewonnen. Das heißt, was immer unbedingt dazugehört, und das gucken wir auch uns im Rahmen unserer Kundenprojekte immer sehr detailliert an, was passiert eigentlich nach dem Klick? Wie gut ist die Landingpage aufgebaut? Finde ich auf der Landingpage genau und sehr schnell das, was ich auch gesucht habe, was ich ja in der E-Mail schon angeklickt habe? Wie schnell lädt die Landingpage? Also Ladezeit ist nach wie vor auch ein wichtiger Faktor, gerade in Deutschland, Internetentwicklungsland. Landingpages, die einfach zu langsam laden, da haben wir dann schon mal das Problem, dass wir schon wieder eine höhere Abbruchquote letztendlich haben. Also auch das gehört immer mit in die Betrachtung, den E-Mail-Kanal eben nicht nur isoliert zu betrachten und zu überlegen, okay, wie schaffe ich es, die Betreffzeile noch ein bisschen besser zu texten, den Button noch ein bisschen besser und Aufmerksamkeit stärker zu gestalten. Das ist alles wichtig, bringt Ihnen aber am Ende, wie gesagt, gar nichts, wenn die Nutzer am Ende auf der Landingpage abbrechen, weil einfach das Formular auf der Landingpage unterirdisch ist, keine gute Usability bietet, weil die Landingpage total überladen ist, etc. Das heißt, wenn wir da mal ein bisschen reinschauen, konkrete Empfehlungen mit Blick auf die Landingpage ist natürlich ein Thema, damit alleine könnte man, glaube ich, ein 5-tägiges Webinar füllen, aber wir machen es mal mit Blick auf die Uhrzeit, weil ja noch Zeit auch für Ihre Fragen bleiben soll, machen wir es ein bisschen kürzer. Wichtig ist, Kontinuität zu schaffen, also einen klaren optischen Bezug zwischen dem E-Mail
Werbemittel und der Landingpage herstellen. Ja, also ein ähnliches Design, also gleiches Design mit ähnlichen Designelementen. So, ich muss mich direkt zu Hause fühlen, ich muss direkt das Produkt angezeigt bekommen, was ich gerade in der E-Mail angeklickt habe. Eindeutige Vorteilskommunikation, noch einmal klare, überzeugende Gründe, warum sollte ich das Produkt jetzt kaufen oder die Dienstleistung bestellen. Visuelle Klarheit schaffen. Ja, Design und Content auf das Wesentliche zu reduzieren. Wir schauen uns gleich dazu noch Beispiele an. Vertrauen ist ein ganz wichtiges Element. Oft scheitern Conversion-Prozesse im Internet, im digitalen Bereich an einem fehlenden Vertrauen. Ja, weil wir einfach eigentlich das Produkt haben wollen und dann auf den letzten Metern meldet sich wieder unser Unterbewusstsein und sagt, kannst du denen vertrauen? Ja, jetzt sollst du da deine Kreditkartendaten eingeben. Man hört so viel von Fake-Shops im Internet und so weiter. Und es ist auch kein bekanntes, großes Unternehmen wie ein Amazon oder Zalando. Also überleg lieber nochmal, ob du tatsächlich diesem Shop am Ende dein Vertrauen geben möchtest. Deswegen Gütesiegel integrieren, ja, auf Auszeichnungen hinweisen, Kunden, also Logos von echten Kunden integrieren. Das sind ganz wichtige Faktoren. Hürden abbauen. Es geht immer darum, dem potenziellen Kunden den Aufwand für den potenziellen Kunden noch weiter zu reduzieren. Jeder zusätzliche Klick, den ich tätigen muss, um Ihr Produkt zu kaufen, ist wieder ein Klick zu viel. Ja, überlegen Sie, wie Sie Klickstrecken reduzieren können. Überlegen Sie, wie Sie es dem Kunden noch einfacher machen können. Da sehen wir in ganz, ganz vielen Fällen erhebliches Optimierungspotenzial. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Was sagen wir dazu? Ich habe hier mal Landingpages rausgesucht von Unternehmen, die Kreditkartenlesegeräte oder EC-Kartenlesegeräte tatsächlich verkaufen oder online verkaufen wollen. Das ist kein Scherz, was Sie hier sehen. Das ist auch kein Beispiel aus den 90ern. Es ist, ja, das gebe ich zu, 2-3 Jahre oder so alt. Müsste eigentlich die Seite nochmal aufrufen, mal schauen, ob es das Unternehmen noch gibt oder ob die jetzt ganz anders aussieht. Aber ich glaube, wir müssen uns nicht großartig darüber unterhalten, dass das jetzt nicht unbedingt ein Best-Practice-Beispiel ist, sondern hier ist eigentlich alles schiefgegangen. Ja, also ich habe gerade über Vertrauen gesprochen. Würden Sie jetzt von diesem Unternehmen ein Kreditkartenlesegerät oder ein EC-Kartenlesegerät kaufen? Wahrscheinlich eher nicht, aber was ich ganz toll finde hier, der fesche Mann hier am Telefon mit diesem Hörer hier. Ich find's ganz großartig. Hier ist logischerweise wirklich alles falsch gelaufen. Weiteres Beispiel, die Headset-Dame, da haben wir sie. Wir sehen sie gefühlt auf irgendwie jeder dritten oder vierten Kontaktseite. Oft ist es immer die gleiche Dame und man denkt sich, wo arbeitet die eigentlich? Die arme Frau hat so viele Jobs. In jedem dritten Unternehmen arbeitet die gleiche Headset-Dame. Manchmal ist es auch ein Headset-Herr. Interessanterweise meistens eine Dame. Das ist halt auch so ein bisschen, ne, hier würde ich mich ja jetzt die Frage stellen, was wollen die denn verkaufen? Headsets, ne? Oder diese Lesegeräte, diese Terminals. Ne? Aber ganz großartig finde ich das Logo. Cash for Less mit diesem Farbverlauf. Die 90er haben angerufen und wollen ihr Logo zurück. Also ne, da gibt es noch so ein bisschen Luft nach oben. Das ist keine Landingpage, die mich überzeugen würde. Und wie gesagt, da können wir noch so viele Klicks über den E-Mail-Kanal auf die Landingpage schaufeln. Ja, wenn am Ende die Landingpage nicht überzeugt, habe ich kein Sale, keine Conversions. Hier wird es jetzt so ein bisschen besser, ne? Auch noch nicht so richtig gut. Ich finde dann super toll noch diesen Schatteneffekt. Das ist auch noch ganz angesagt oder war mal angesagt vor 10 Jahren oder so. Ich bin selber Italien-Fan. Ich glaube, da oben, das ist irgendwie die Toskana oder so, ist, warum auch immer da die Toskana abgebildet ist, ja, oder was wir auch immer da sehen, weil es vielleicht schön aussieht, keine Ahnung. Auch das ist so ein Design, das überzeugt mich am Ende noch nicht. Wir haben hier dieses Paradox of Choice Problem, also zu viel Auswahl, drei verschiedene Varianten und ich frage mich da schon, aber ich bin auch Laie auf dem Gebiet, ich frage mich, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen portabel und mobil? Ja, was soll ich kaufen? 7 Euro im Monat, 16 Euro, 12 Euro im Monat? Keine Ahnung. Also so richtig gut gemacht ist das natürlich auch noch nicht. Auch da gibt es noch sehr viel Luft nach oben. Und wie gesagt, das sind keine Details, über die wir sprechen, sondern an der Stelle entscheidet sich, ob der Kunde kauft oder nicht.
Deswegen abschließend ein Beispiel, wie man es halt dann deutlich besser machen kann von SunUp, ein aktuelles Beispiel einer Landingpage. Hier wird sehr viel mit visueller Klarheit gearbeitet. Das Design ist sehr aufgeräumt, sehr übersichtlich. Hier fühle ich mich direkt irgendwo aufgehoben. Ich weiß direkt, wo ich hinschauen soll. Eine eindeutige Vorteilskommunikation, das ist schon richtig gut umgesetzt. Also da sehen Sie das auch bei den Landingpages, ne? Da liegen nach wie vor Welten und da gibt es noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Ich ziehe nochmal ganz schnell mein Fazit. Drei Erfolgsfaktoren für das E-Mail-Marketing. Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit für die Strategieentwicklung, für die Planung. Überlegen Sie eben grundsätzlich, was möchten Sie überhaupt erreichen? Welche E-Mail-Marketing-Formate am Ende eignen sich dafür? Ganz wichtig ist die operative Exzellenz. Die beste E-Mail bringt gar nichts, wenn sie am Ende im Spam-Ordner landet, weil sie einfach nicht mit einem professionellen Versandsystem verschickt wurde. Und das Dritte, da fehlt die drei, ist die kanalübergreifende und fortlaufende Optimierung. Also die Kennzahlen geben, sondern mit den Kennzahlen wirklich arbeiten und daraus Rückschlüsse ziehen. Damit bedanke ich mich, damit wir jetzt noch Zeit für die Q&A-Session haben. Gestatten Sie mir vielleicht noch ganz kurz einen kleinen Werbeblock. Am 9.7. machen wir das nächste digitale E-Mail-Marketing-Seminar. Wenn Sie die Inhalte interessant finden, gerne mal auf die Seite schauen, emailexclusive.de, und als Webinar-Teilnehmer bekommen Sie 100 Euro Rabatt hier mit diesem Gutschein, Vorteil IHK. Das war aber die Werbung und damit gehen wir jetzt in die Q&A-Session. Und jetzt würde ich einmal sagen, Sie sind gefragt. Ich habe hier schon vom Kollegen einige Fragen bekommen. Ich werde quasi die Fragen, die während des Webinars schon gestellt wurden, jetzt einmal durchgehen. Und Sie können fleißig den Chat befüllen. Und ich versuche das so einigermaßen alle zu stellen. Sollten wir Ihre Frage, sollte ich die überlesen? Oder wenn jetzt zu viel los ist, stellen Sie uns Ihre Frage gerne im Nachgang. Sie können das direkt in den Fragebogen auch stellen mit Ihrer E-Mail-Adresse. Und ich bin so frei, Herr Zorn. Ich leite die dann nochmal an Sie weiter. Und wir kommen dann quasi nochmal ins Gespräch und wir beantworten die gerne im Nachgang. Sehr gerne. So, dann fangen wir doch einfach mal mit der ersten Frage an, Herr Zorn. Eine Frage war, für welche Branche gilt es, dass E-Mail-Marketing das höchste ROI bringt? Oder ist das generell über alle Branchen einfach so? Das ist tatsächlich branchenübergreifend. Also das heißt, bei der Umfrage wurden Marketingentscheider unabhängig von der Branche gefragt, welcher digitale Marketingkanal bringt den höchsten Return on Invest? Und da ist eben die E-Mail auf Platz 1 gelandet. Manchmal, wie gesagt, auch SEO auf Platz 1. Ne? Die streiten immer um den ersten Platz. Aber das gilt tatsächlich branchenübergreifend. Natürlich sehen wir, dass E-Mail-Marketing in einigen Branchen halt stärker und auch schon professioneller genutzt wird als in anderen Branchen. Das muss man fairerweise dazu sagen. Immer dann, wenn ich E-Commerce-basierte Geschäftsmodelle habe, wenn ich direkt online abverkaufe, ist E-Mail natürlich nochmal ein ganz wichtiger Kanal. Wenn ich irgendwo in irgendeiner Form digitale Produkte habe, Weiterbildungsprodukte vielleicht in irgendeiner Form, Menschen zu Veranstaltungen einladen möchte, ja, da sehen wir auch, dass E-Mail ein ganz, ganz wichtiger Hebel, ein ganz wichtiger Kanal ist. Während beispielsweise vielfach so im B2B-Bereich, in der Industrie, teilweise auch im Pharma-Bereich, da ist das Thema oft noch so ein bisschen unterentwickelt, obwohl wir auch dort wirklich Potenziale sehen am Ende. So, dann die nächste Frage war von einem Teilnehmer, er oder sie hätte gerade einen Newsletter für einen kostenpflichtigen Kongress erhalten, aber es seien keine Infos über den Preis im Newsletter erhalten. Ist das dann eher gut oder nicht so gut, wenn man nicht gleich konkret quasi schon sagt, so und so viel kostet Produkt oder Dienstleistung XY? Super gute Frage, lässt sich pauschal leider nicht so richtig beantworten, wie so oft, aber kommt ich versuche es an. Kommt drauf an, aber ich mache es dann doch mal ein bisschen konkreter. Ja. Also ein Punkt, den ich mir anschauen würde am Ende ist, in welcher Preisregion bewegen wir uns? Ja? Wenn es eine sehr teure Veranstaltung ist, wo ich irgendwo vielleicht preislich bei, ich weiß nicht, 700, 800 Euro aufwärts liege, dann könnte es durchaus Sinn machen, mit dem Preis nicht direkt sozusagen mit der Tür ins Haus zu fallen, sondern erstmal Interesse an der Veranstaltung zu entwickeln, ja, den Empfänger neugierig zu machen, den Empfänger zum Klicken zu animieren. Und dann lande ich auf der Landingpage. Auf der Landingpage schaue ich mir beispielsweise ein super emotionales, gutes Video vom letzten Kongress an, was ich da alles verpasst habe. Da werde ich emotional aktiviert, da passiert was in meinem Gehirn sozusagen. Da bekomme ich richtig Lust auf die Veranstaltung. Ja? Und dann kommen sie mit dem Preis um die Ecke und sagen, okay, kostet 800 Euro, aber
Ja, das ist es auch wert. Also bei hochpreisigen Produkten macht es oft Sinn, nicht direkt den Preis zu kommunizieren. Bei günstigen oder im mittleren Bereich angesiedelten Preisen, da würde ich in den meisten Fällen den Preis auch tatsächlich mit kommunizieren. Aber ja, muss man sich tatsächlich so ein bisschen im Einzelfall anschauen, ja. Also langsam heranführen, denke ich, auch wenn es komplexe Themen sind, ist es wahrscheinlich wichtig, erst ein bisschen zu informieren, um zu rechtfertigen, dass nachher vielleicht Summe X dann noch ein bisschen höher ist als normalerweise. Absolut. Und dann die nötigen Informationen erstmal geben. Absolut. Also wir können auch das Thema Automobilbranche nehmen. Ja, Tesla wird jetzt nicht eine E-Mail verschicken und sagen, kauf jetzt einen Tesla für irgendwie 55.000 Euro, das ist ja der günstige, sondern konfiguriere da einfach mal unverbindlich, ne, und schaust dir mal an und ganz am Ende siehst du dann, was der Spaß kostet. Und das sind meistens in der Form baue ich meistens die Prozesse auf, ja. Sehr schön. Dann haben wir noch eine Frage. Sie erwähnten vorher, dass man sich doch ein bisschen Potenzial verschenkt, wenn man bei dem Above the Fold-Feld quasi keine Links schon mit drin hat. Jetzt schreibt jemand, ist das Above the Fold-Feld nicht vom Endgerät abhängig? Manche haben ja einen größeren Bildschirm, manche haben Smartphone, manche haben Tablet. Wie kriegt man das dann einigermaßen hin, dass es für den größten Teil, sage ich mal, schon klickbar ist, dass da irgendwie so ein bisschen mehr passiert? Ja, super, gute Frage. Also in der Tat, ne, in vielen Fällen werden E-Mails hier auf so einem kleinen Gerät betrachtet und dann ist die Fläche above the fold einfach noch kleiner. Das heißt, wir können hier leider nicht sagen, es sind immer die ersten 623 Pixel, die entscheidend sind. Das kann man leider so nicht die Empfehlung aussprechen, sondern in der Tat, diese Fläche schwankt eben sehr stark. Wichtig ist letztendlich, auch mit Blick auf das Texten, dass ich bereits mit dem ersten Satz den Kunden versuche zu fesseln und zu überzeugen. Wir sehen oft Newsletter, die so ähnlich aufgebaut sind mit so einem Editorial. Ja, herzlich willkommen zum Mai-Newsletter, Ausgabe tralala und so weiter. Das interessiert dann am Ende halt keinen Mensch. Ne? Ich weiß, welchen Monat wir haben, die Newsletter-Ausgabe und so, das interessiert mich auch nicht. Deswegen da wirklich dann mal mit der Tür ins Haus fallen und direkt in den ersten Satz reinschreiben, warum ist das hier wichtig? Durchaus auch die Handlungsaufforderung dann im unteren Bereich nochmal wiederholen, denn die Nutzer, die scrollen, sind ja besonders interessiert, aber eben sie ergänzen, auch im oberen Bereich platzieren und logischerweise mit einem responsiven E-Mail-Design arbeiten, bedeutet, dass das E-Mail-Design dynamisch an die Bildschirmgröße angepasst wird. Ja, das ist ein höherer Entwicklungsaufwand, aber mittlerweile alles auch mit ja, vernünftigen Preisen sozusagen abbildbar, zu vernünftigen Konditionen abbildbar. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil eben mittlerweile ein großer Teil der E-Mails mobil geöffnet werden. Ja, man merkt es ja auch selber, ne? Man ist ständig irgendwie am Daddeln und kriegt dann doch eigentlich alles mit und entwickelt auch so seinen ganzen Tagesrhythmus um dieses Gerät rum. Ja. Da passt eigentlich auch die nächste Frage ganz gut dazu. Ein Teilnehmer schreibt, unsere E-Mails über Mailchimp landen oft im Spam-Ordner der Abonnenten. Mhm. Was kann man denn dagegen machen? Auch eine sehr gute Frage. Ein Kollege von mir hat sich genau auf das Thema tatsächlich spezialisiert und beschäftigt sich bald, ich sage jetzt mal hauptberuflich mit dem Thema Zustellung im E-Mail-Marketing. Das zeigt so ein bisschen, wie komplex das ist. Da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Ich nenne mal so die zwei wichtigsten. Auf der einen Seite die Frage, welches Versandsystem wähle ich? Mailchimp ist eigentlich ein super gutes Tool. Das Problem ist so ein bisschen, die sitzen halt im falschen Land. Das hat eine datenschutzrechtliche Komponente. Daten werden außerhalb der EU gespeichert. An der Stelle ist genau genommen schon ein bisschen schwierig mit Blick auf die DSGVO, um es mal so zu formulieren. Und das andere ist, dass halt Mailchimp in den USA nicht immer so genau im Blick hat, wie hier in Deutschland GMX und Web.de etc. funktioniert, sondern sie sind halt weltweit aktiv, ja, und versuchen, E-Mails so zu versenden, das hat dann technische Komponenten, technische Aspekte, dass sie in möglichst vielen E-Mail-Clients, in vielen E-Mail-Programmen dann eben nicht im Spam-Ordner landen. Unter dem Blickwinkel könnte es Sinn machen, ein Tool aus Deutschland oder zumindest aus Europa zu wählen, weil wir dort einfach in vielen Fällen eine höhere Zustellungsquote sehen. Das hat auch mit Whitelisting-Projekten zu tun, also so ein Netzwerker, die dort, denen man beitreten kann. Mailchimp ist dann bei einigen dieser Whitelisting-Projekten nicht Mitglied. Also das ist ein Aspekt. Das heißt, wenn es da regelmäßig zu Problemen kommt, dann könnte ein Wechsel des Versandsystems eben hilfreich sein. Und der andere Aspekt, wir nennen das Listenhygiene. Ja, wir sprechen ja im Moment viel über das Thema in einem anderen Kontext. Was ist mit Listenhygiene gemeint? Damit ist gemeint,
dass wir keine zu aggressive Adressgewinnung aufbauen. Wenn ich immer mal wieder Gewinnspiele durchführe, irgendwelche Autos verlose oder Ähnliches, dann habe ich viele Adressen in meinem Verteiler, aber wenig Menschen, die sich wirklich für meine Inhalte interessieren. Das Ergebnis ist, dass viele Empfänger irgendwann auf diesen Report as Spam-Button klicken in ihrem Posteingang, also in Gmail oder GMX beispielsweise, Spam melden oder ein ähnlicher Button. Und wenn ein gewisser Teil ihrer Empfänger das macht, dann kann es dazu führen, dass irgendwann GMX grundsätzlich ihre E-Mails blockiert, und zwar nicht nur für diejenigen, die geklickt haben, sondern für alle Empfänger. Deswegen immer wieder sicherstellen, dass man verschiedene Maßnahmen implementiert, die dazu beitragen, dass letztendlich keine Menschen hier beschickt werden, die eigentlich gar kein, also die entweder noch nie Interesse haben an ihren E-Mails oder die das Interesse verloren haben, die lieber proaktiv aus dem Verteiler rausnehmen, um die Beschwerderate zu reduzieren. Dann gibt es noch eine Frage, und an der Stelle klammere ich sie gerade mal außer Zorn, zum Thema rechtliche Situation, Zustimmung bei unaufgeforderten Newslettern. Ich würde die rechtliche Frage deshalb mal ausklammern, weil wir beide keine Juristen sind. Wir beide wissen natürlich, wie es ist. Sie brauchen auf jeden Fall eine Einwilligung. Wir haben einen Leitfaden zum Thema E-Mail-Marketing und Lead-Generierung beziehungsweise eine Steckliste. Die kommt auch gleich mal in den Chat. Gucken Sie sich die mal an. Und was Ihnen auf jeden Fall helfen kann, ist, jede IHK hat eine Rechtsabteilung, und da können Sie sich sehr gerne hinwenden, wenn dieser Prozess nicht ganz klar ist. Dieses Double-Opt-In-System, ich brauche auf jeden Fall eine ausdrückliche Einwilligung. Ich klammere es hier nur an der Stelle aus, weil die rechtliche Thematik dann noch ein bisschen komplexer ist und wir beide jetzt für juristische Themen nicht unbedingt unsere Hand ins Feuer legen. Aber ansonsten gerne im Nachgang nochmal kontaktieren, und wir verweisen Sie dann an die Kollegen der Rechtsabteilung. Ich denke, die nächste Frage mit, wie kann ich Spamfilter umgehen, hatten Sie ja quasi schon angedeutet. Was ich dann sehr interessant finde, ist dann nämlich die Frage danach, passt eigentlich auch ganz gut. Wie kommt man denn zu einem seriösen Anbieter für Newsletter? Welche Software etc. können Sie empfehlen im Sinne jetzt von nicht die ist gut oder die ist gut, aber gibt es Certified Sender Alliance, vielleicht können Sie dazu was sagen, wo ich seriöse Anbieter finden kann? Ja, genau. Es gibt die ECO Certified Sender Alliance. Das ist ein guter Punkt, den Sie angesprochen haben. Da finden Sie mehr Informationen unter eco.de, ECO mit C, oder einfach mal googeln nach Certified Sender Alliance. Das ist am Ende so ein Netz des Vertrauens. Da haben sich Unternehmen zusammengeschlossen, die eben sagen, wir betreiben seriöses E-Mail-Marketing. Das heißt, wichtig ist, und das ist ein Aspekt, auf den ich achten sollte, dass Ihr Versanddienstleister sich dieser Allianz angeschlossen hat. Das hat Mailchimp beispielsweise nicht gemacht oder bislang noch nicht gemacht, weshalb es dort zu Zustellungsproblemen kommen kann. Ansonsten gibt es ja natürlich eine ganze Reihe an weiteren Faktoren, die ich hier mit berücksichtigen würde. Wo sitzt das Unternehmen? Wie gesagt, da macht es Sinn, Unternehmen zu wählen, die ihren Sitz in Deutschland oder zumindest in Europa haben. Die Größe des Unternehmens ist ein wichtiger Aspekt. Ja, ich habe überhaupt nichts gegen kleine Unternehmen, aber wenn ich eine E-Mail-Marketing-Versandplattform betreibe und entwickle und die weiterentwickeln und einen Support anbiete und so weiter, dann kann ich das nicht alles mit irgendwie ein, zwei Leuten machen. Da brauche ich schon eine gewisse Unternehmensgröße. Das wäre ein Faktor, den ich mir auch anschauen würde. Einfach mal bei Xing anschauen, wie groß ist überhaupt das Unternehmen. Das gilt, wie gesagt, für den Technologieanbieter. Ja, da brauche ich schon eine gewisse Größe. Weitere Aspekte, die ich mir anschauen würde, klar, sowas wie Referenzkunden. Ich würde mir immer einen Testzugang mal einrichten lassen, einfach selber mal mit dem System arbeiten, selber die Erfahrungen machen, im Idealfall auch mal mit anderen Anwendern austauschen, versuchen Sie mal einen Kontakt herzustellen zu den Kunden, die als Referenzkunden genannt sind. Sprechen Sie mich gerne an, wir können da auch gerne dann im 1-zu-1-Gespräch dann einfach schneller auch eine konkrete Empfehlung aussprechen. Was wir uns da nämlich immer dann auch ein bisschen detaillierter mal anschauen, und das ist ein wichtiger Punkt, welche Systeme haben Sie schon im Einsatz? Ja, nutzen Sie ein CRM-System, dann wäre es entscheidend, dass es möglichst einfach mal eine Schnittstelle zwischen dem CRM-System und dem E-Mail-Marketing-System herstellen kann. Und das heißt, wenn man da einfach mal so 4-5 Fragen, manchmal sind es auch ein paar mehr, je nach Unternehmensgröße gestellt hat, dann kann man eigentlich und nur dann, meiner Meinung nach, kann man sinnvoll einen konkreten Anbieter empfehlen. Das ist meine Meinung dazu. Genau, und bei uns ist es tatsächlich so, wenn Sie sich da nochmal austauschen wollen im Gespräch, wir haben E-Mail-Marketing-Checks, wir bieten auch Beratung dahingehend an. Melden Sie sich einfach bei uns per Telefon, per E-Mail, dann können wir gerne noch sprechen, weil ich denke mal, Herr Zorn sieht das bestimmt genauso, bevor man anfängt, vorher auch nochmal einen Schritt zurück, Strategie überdenken, was will man erreichen, wie viele Abonnenten hat man. Die Frage ist auch, Herr Zorn, braucht man denn eigentlich unbedingt ein professionelles Versandsystem oder ist es auch noch okay, wenn man, weiß ich nicht, über Outlook, Lotus Notes einfach mal seine hunderte E-Mail-Adressen bedient? Ist das noch zeitgemäß und funktioniert das noch oder ist jetzt wirklich 2020 der Punkt, wo man sagt, nee, also ein professionelles Versandsystem muss sein?
Ja, in aller Regel letzteres. Wenn ich einen ganz kleinen Verteiler habe, dann sprechen also ich will jetzt vielleicht irgendwie auch in dieser Krisensituation meine 40, 50, vielleicht auch 70 wichtigsten Kunden einfach mal schnell eine E-Mail schicken. Dann kann man das irgendwie ein, zwei Mal auch mit Outlook noch machen. Das Problem ist einfach, dass beispielsweise eine sehr hohe Adressanzahl im BCC-Feld, dieses Blindkopiefeld, ist ein typisches Spam-Kriterium. Ja, das heißt, da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass dann blockiert, dass gefiltert wird. Deswegen die Empfehlung, nutzen Sie da wirklich ein professionelles Versandsystem. Es gibt Tools ab, ja, da bewegen wir uns oft so, ich sage jetzt mal im Taschengeldbereich, je nach Verteilergröße, da reden wir vielleicht über 20, 30, manchmal 50 oder auch mal 100 € im Monat, aber das sind alles überschaubare Beträge. Das heißt, das muss wirklich, dafür muss ich jetzt nicht unglaublich viel Budget bereitstellen. Das ist ja eigentlich das Schöne an dem Kanal. Ja. Wenn ich dann irgendwann einen sehr großen Verteiler habe, gut, dann steigen auch irgendwann die Kosten so ein bisschen, aber dann habe ich hinten raus auch mehr Umsatz. Deswegen ist es auch völlig okay, wenn ich da ein bisschen mehr Geld für die Technologie dann am Ende ausgebe. Haben Sie denn noch Tipps, wie man denn an Abonnenten kommt? Also die Frage ist ja immer, ne, wie komme ich an neue Adressen? Klar, kann man auf der Website irgendwie zum Newsletter-Abo aufrufen und man hat ja eigene Social-Media-Kanäle, eigene Möglichkeiten. Aber gibt es noch so ein paar, wo man sagt, weiß ich nicht, die vergisst man irgendwie ganz gerne, obwohl sie auf der Hand liegen? Oder haben Sie noch so ein paar Tipps, wo man sagt, das funktioniert vielleicht ganz gut? Ja, das Wichtigste ist, im Grunde, wie Sie es schon auch angesprochen haben, alle Kontaktpunkte zu nutzen. Ja, das heißt, wo habe ich überall Kontakt mit meinen Kunden? Ich telefoniere mit Kunden, ich habe irgendwann hoffentlich wieder auch Kunden oder fängt ja jetzt schon Gott sei Dank wieder an, auch Kunden in meiner Filiale, im stationären Einzelhandel beispielsweise. Ich mache vielleicht Veranstaltungen, da habe ich Kontakt mit Kunden, vielleicht führe ich selber Webinare durch. Ich verschicke Pakete, da kann ich ein Paketbeilage reinpacken, Flyer und auf den Newsletter hinweisen. Wenn ich Rechnungen verschicke, kann ich einen Aufkleber draufkleben, auf den Briefumschlag, kennen Sie schon unseren Newsletter, jetzt anfordern, 10 € erhalten. Also, da wirklich mal sich hinsetzen und ganz systematisch überlegen, wo haben wir überall Kundenkontakt und wie können wir diesen Kundenkontakt nutzen, um einmal mehr auf den Newsletter hinzuweisen. Ja, Auch was ich schön, immer, dass Sie offline und online verknüpfen, ne? Also offline absolut, nicht ja. vergessen, liebe Teilnehmer. Auch da stolpert man eigentlich ganz gerne vielleicht über den Hinweis, wo man sagt, naja, warum denn nicht? Wenn ich die Absolut. nutzwertigen Tipps drauf habe. Ja, und ich meine, ich finde das immer so lustig. Also ich wohne hier in einem kleinen Ort neben Bonn, Wachtberg-Pech, kennt kein Mensch. Wir haben hier eine kleine Bäckerei und dort ist auf der Brötchentüte immer das Facebook-Logo sogar drauf gedrückt. Also ich kann drauf gedruckt, ich kann der Bäckerei auf Facebook folgen. Ja, warum nicht an der gleichen Stelle auch mal auf Newsletter hinweisen? Warum mache ich immer nur Werbung für Facebook und Instagram und Co. und schicke dort meine Interessenten hin? Die freuen sich natürlich über die Besucher. Warum nicht einfach auch auf zumindest ergänzend, das ist ja keine Entweder-Oder-Frage, eben auch mal auf den Newsletter hinweisen? Und wenn wir das an allen Kontaktpunkten machen und da sehr konsequent sind, und immer wieder auch in jedem Vortrag, in jedem Webinar etc. auf Newsletter hinweisen, dann führt das in Summe dann auch wirklich zu einer interessanten Anzahl an Adressen, die ich dann jeden Tag neu generiere, ohne dass ich irgendwo noch mehr Geld an Google oder Facebook überweisen muss. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil also mein Herz schlägt auch für E-Mail-Marketing aus einem ganz einfachen Grund. Es sind Ihre Daten. Also die Leute, die Ihnen Ihre Adresse geben, die sind schon irgendwie ne, auf Sie fixiert. Die finden Sie schon mal in irgendeiner Art und Weise toll. Aber Facebook, Instagram, die können jederzeit ihre Regeln ändern und dann sind die Daten und die Interessenten sind weg. Aber E-Mail-Marketing ist was, was man wirklich nutzen kann mit eigenen Daten, mit eigenen Inhalten. Das schreibt Ihnen keiner vor. Ob Sie jetzt mal 20% Text in Ihren Newsletter reinpacken dürfen auf eine Grafik. Bei Facebook ist es dann schon wieder was anderes, wo die ihre Regeln halt auch öfter mal ändern. Absolut, ja. Ich glaube, eine wichtige Frage ist noch, was auch noch vorher mir durchgegangen ist. Wir haben gar nicht so wirklich über das Thema Automatisierung gesprochen. Also wir versuchen ja auch aktuell, ne, jeder hat genug zu tun und jetzt langsam kommen die Kunden wieder rein. Jeder hat eigentlich nie genügend Zeit. Gibt es denn Automatisierungstools fürs Newsletter-Marketing oder bieten das die Anbieter von Newsletter-Marketing-Versandsystemen vielleicht auch schon integriert an? Wie geht man dann ans Thema ran, wenn man sagen will, man möchte nicht mehr händisch jeden Newsletter reintippeln und dann händisch versenden, sondern ich will, dass die Maschine machen lassen. Ja, super, super wichtiger Punkt. Also wir sehen es immer so ein bisschen als dann der nächste Schritt im E-Mail-Marketing. Erstmal geht es dann darum, natürlich ein Versandsystem auszuwählen, meine E-Mail-Designs zu entwickeln. Und dann sollte ich mir aber in der Tat dann auch relativ zeitnah mit dem Thema Marketing Automation, das ist ja so das Buzzword am Ende, beschäftigen. Die meisten E-Mail-Marketing-Tools bieten auch Lösungen für die Automatisierung an. Die Grenzen sind da mittlerweile so ein bisschen fließend. Das heißt, es gibt auch Tools wie HubSpot beispielsweise, um
nur ein Beispiel zu nennen. Eigentlich ein CRM-Tool bietet aber eben auch E-Mail-Marketing-Funktionen an und auch Lösungen für die Marketing-Automation. Es gibt vielleicht Sendinblue und Clever Reach und noch ein paar andere. Also all diese Tools haben eigentlich gemeinsam, dass sie in den meisten Fällen eben auch mir mehr oder weniger komplexe Automatisierungen ermöglichen. Was ich mit jedem machen kann, ist, dass ich zum Beispiel eine Begrüßungsnachricht verschicke. Und das wäre auch die ganz konkrete Empfehlung. Das ist etwas, was ich auf jeden Fall machen kann und sehr unkompliziert machen kann, dass ich direkt nach der Newsletter-Anmeldung oder auch paar Stunden, ein Tag, zwei Tage später nochmal eine Begrüßung bekomme, vielleicht mit einem Neukundengutschein oder Ähnliches. Diese Nachricht, das sehen wir immer wieder mit Blick auf unsere Kundenprojekte, ist oft die E-Mail, die mit Abstand die höchste Öffnungs- und Klickrate erzielt, diese Welcome-E-Mail. Warum? Weil ich hier gerade eben erst mein Interesse bekundet habe. Das heißt, jetzt in dem Moment ist die Aufmerksamkeit da und jetzt in dem Moment interessiere ich mich für das Produkt, für die Dienstleistung. Das wäre definitiv so ein Quick Win, sage ich jetzt mal, sich mit dem Thema Automations zu beschäftigen und da im ersten Schritt mal eine Welcome-E-Mail einzurichten. Gibt viele weitere sinnvolle Automatisierungen. Ich denke da an die fast schon berüchtigte Geburtstags-E-Mail, E-Mail an Warenkorbabbrecher. Ich habe einen Einkaufswagen gefüllt, habe dann den an der Kasse stehen gelassen, also in einem Online-Shop natürlich, kriege da eine E-Mail mit einer Erinnerung. Da können wir sehr, sehr schön mit Automatisierung arbeiten. Was man fairerweise dazu sagen muss, es wird ab einem gewissen Punkt natürlich dann technisch einfach ein Stück weit komplexer, ja, weil ich eben dann die Informationen haben muss, wann der Kunde Geburtstag hat. Wenn ich die Informationen im CRM-System gespeichert habe, brauche ich eine Schnittstelle zwischen den Systemen. Wenn ich eine E-Mail an Warenkorbabbrecher schicken möchte, brauche ich eine Schnittstelle zwischen dem E-Mail-System und dem Shop-System. Das ist leider die Kröte, die ich schlucken muss. Da gibt es auch keine Abkürzung oder keinen geheimen Workaround. Ja, Fakt ist einfach, wenn ich da in einem hohen Maß automatisieren möchte, muss ich mich zwangsläufig mit dem Thema Schnittstellen beschäftigen. Das muss kein riesengroßes Projekt sein. Manchmal gibt es auch Standard-Plugins und Tools, sodass man das recht schnell aufbauen kann. Manchmal wird es aber dann auch ein bisschen komplexer. Super. Ich glaube auch so im Hinblick auf die Zeit würde ich jetzt einfach mal sagen, ich bekam einen Großteil der Fragen erwischt. Gerne nochmal, Sie sehen im Chat einen Link zum Feedbackbogen, da haben Sie die Möglichkeit, uns nochmal ein Feedback zu geben, aber auch nochmal Fragen zu stellen. Packen Sie Ihre E-Mail-Adresse hinten dran, wir liefern einfach nach. Und ansonsten findet am 27. Mai nächste Woche unser Webinar, die perfekte Website statt, wie Sie jetzt auch eingeblendet sehen. Heute läuft's hier Hand in Hand. Melden Sie sich gerne an. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen oder wenn wir uns zum ersten Mal sehen. Wer weiß, vielleicht sind ein paar neue Gesichter mit dabei. Herr Zaun, herzlichen Dank für die tolle Präsentation und liebe Teilnehmer, herzlichen Dank für die vielen, vielen Fragen, Ihre Geduld. Wir haben ein bisschen überzogen, aber uns war es heute wichtig, einfach diesen aktiven Frageteil zu nutzen. Der Herr Zaun musste da heute durch. Und ich sage jetzt schon mal Tschüss, klicken Sie nach dem Fragebogen an, wir warten jetzt noch ein, zwei Minütchen und müssen dann aber auch schließen, damit Sie alle noch zum Fragebogen kommen, das heißt, wir schauen mal, ob das mit dem Selfie noch was wird, sonst gerne nächstes Mal, Challenge accepted, man muss ja auch noch was vorhaben, genießen Sie das lange Wochenende, genießen Sie den Vatertag und die Sonne, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Dankeschön, ciao.